Der ehemalige Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang hat sich in seiner ersten kompletten Saison für den FC Arsenal gleich den goldenen Schuh als bester Torschütze der Premier League gesichert. Der Gabuner kam in 36 Einsätzen auf 22 Treffer. Bildergalerie Highbury, Wembley und Co. Legendäre Stadien in England. 36 Bilder. Der 29-Jährige muss sich den Titel des Torschützenkönigs aber mit den beiden Liverpool-Stars Mohamed Salah und Sadio Mane teilen, die ebenfalls jeweils 22 Treffer erzielten. Liverpools Teammanager Jürgen Klopp, der Aubameyang einst bei Borussia Dortmund trainiert hatte, zeigte sich ein wenig erstaunt und reagierte mit einem Augenzwinkern, aber auch: Es gibt drei Schuhe, das ist gut. Das sind alles meine Spieler, jetzt das aktuelle Trikot des FC Arsenal bestellen, hier geht's zum Shop. Anzeige: Aubameyang war im Januar 2018 nach einigen Querelen für über 60 Millionen Euro von Dortmund auf die Insel gewechselt. In bislang 63 Pflichtspielen für die Gunners erzielte er 41 Tore und gab 12 Vorlagen. ZN gratis testen und internationale Fußball-Highlights live. Liga HSV geht im Aufstiegsfinale unter Eishockey, WMDEB-Team übersteht Krimi und siegt Fußball, Bundesliga doppelter Uja-Schock, Frankfurt Motorsport, Formel 1 Vettel hadert, Schuss in den Ofen, Motorsport, Formel 1 Hamilton zu Ferrari. Das sagt Wolf. Auf einen Titel mit Arsenal wartet Aubameyang bislang aber noch vergebens. Eine weitere Chance bleibt ihm in dieser Saison aber noch. Am 29. Mai trifft Arsenal im Finale der Europa League auf den Stadtrivalen FC Chelsea. Mit einem Sieg würde sich das Team um die beiden Ex-Weltmeister Mesut Özil und Shkodran Mustafi noch für die Champions League qualifizieren. Let's block it's why.